Jackiners, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen Knife Giveaway. Es ist wieder soweit. Ich dachte mir, ich sag einfach so dazu, dass es praktisch wegen diesem 100 CSGO Video Matchmaking Special ist. Also der erste Teil von diesem Special. Ihr habt mich ja gefragt, machst du da was Besonderes oder so? Und ich bin bis jetzt noch nicht so zufrieden mit den Ideen, die ich habe. Aber ich dachte mir, hey, jetzt hat Mervis mir schon so ein geiles Knife geschenkt, dann kann ich da doch auch was draus machen. Und hier ist das gute Stück, das Gut Knife Boreal Forest. Wie ihr hier dran teilnehmen könnt und wann es das Knife dann letztendlich gibt, erfahrt ihr im Video. Los geht's. Hallo Team. Oh ja, sie sprechen, sehr schön. Aber nur einer? What the fuck? Ich muss gleich noch die Facecam verschieben. Ich weiß, die ist gerade so ein bisschen im Weg über der Live-Anzeige. Keine Sorge, das mache ich gleich, sobald ich tot bin. Außer wir gewinnen halt, ne? Okay, wir gehen schnell mal mit da hoch. Also zuallererst ist zu sagen, dass... Bitte sei runtergegangen. Two balcony. Oh mein Gott, die haben A gestackt. Nein! Ja, aber die Jungs machen das. Das ist geil, Mann. Die Jungs sind ultra gut drauf. Also zuallererst sei zu sagen, dass dieses Knife von Mervis geschenkt wurde. Vielen Dank, Mervis, an dich für dieses Knife. Er hat mir es extra geschenkt, um dieses Giveaway zu machen. Ich bekomme ja eigentlich alle meine Skins extra geschenkt, um Giveaways zu machen. Ah, ich muss mich gerade kurz konzentrieren. Wir wurden gerade voll dezimiert, aber haben es, glaube ich, im Griff. Nice. Und ist lang. Ja, also erstmal, wie gesagt, alle ein großes Dankeschön an Mervis. Scheiße, ich wollte die Facecam verschieben. Mann, Mann, Mann. Ich bin halt so gut, ich überlebe die ganze Zeit, ne? Da ist schwierig, tot zu sein. Okay, wir machen jetzt ein B-Go. Ich geh mit der Bombe einfach feucht hier. Okay, ist B clear? What? Haben die einen A-Stack gemacht? Ah, nice. Sorry. Alter! Block mich nicht 1000 Jahre, Mann. Ich will einen Molly schmeißen und er... Jetzt habe ich keinen... Alter, bin ich behindert? Ah, na also. Es wären eigentlich easy die Flame-Kills geworden, weißt du? Und er blockt mich 1000 Jahre lang. Also wir haben uns gegenseitig halt, ich meine, zum Block gehören ja immer zwei. Außer es blockt dich wirklich jemand bewusst, ne? Er steht vor dir, lässt dich nicht durch eine Tür oder so. Ich habe es vorhin ja schon kurz durchblicken lassen. Wir haben ja 100 Matchmaking-Folgen erreicht, beziehungsweise die 100. kommt dann noch. Sie soll ja was Spezielles werden, aber ich habe noch keine Idee, was ich da großartig machen soll. Deswegen dachte ich mir, gut, dieses Knife-Giveaway kann ich ja schon mal daran anknüpfen. One is balcony. Second man. Ein Teil davon werden. No! Und ich denke, da freut ihr euch sicherlich auch. So als kleines Spezial. Okay. Oh, Jungs, ich bin doch hier drin. Aua. Geh Balcony, hat sich erledigt, Bro. Oh, scheiße. He's still pit. Pit is down. Kobe! Krass, Mann, wie wir gerade reinroppen. Ich meine, gut, die haben jetzt auch ihre Ekos gemacht. Wobei, nee, der hatte doch eine M4, hab ich's richtig gehört? Ne, eine Farmers. Ich hab's ja gestern schon in dem Top 10 Farmers Video erzählt, dass das nicht so meins ist, die Waffe. Mann, ich will die verblödete Webcam endlich wegschieben, aber ich bin halt. Ich mach sie gleich ein bisschen kleiner und schieb sie wieder in die Mitte, dass sie so ungefähr auf der Hand liegt. Da habe ich sie eigentlich immer in den Matchmaking-Folgen. Da haben wir mal drüber abgestimmt, dass das so die beste Position ist für die Facecam. Da verdeckt sie halt am wenigsten wichtige Dinge, wenn sie wirklich unten in der Mitte ist. Aber ja, es ist gerade schwierig umzusetzen. Wir smoken uns einfach. Alles klar, und schmeiß noch eine Nate. Die waren so nicht. Lasst uns lieber mal A gehen, Jungs. Ihr seid sicherlich schon alle voll gespannt, wie das Knife Giveaway wohl stattfinden wird. Also, ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird 14 Tage andauern. I think one is balcony, oh nein. No, okay. I got smoked here in apartments and I don't know from where. No. Oh fuck, he's apartments, he's in smoke. So, Webcam verschieben, aber zack ich. Und da bin ich wieder am gewohnten Platz. Die CTs wollen ein Timeout, wahrscheinlich um sich abzusprechen, ob sie direkt surrendern oder eben, abwarten. Mich wundert so ganz, ganz leicht, dass wir sind zwar extrem kommunikativ hier in dieser Runde, also es klappt wirklich sehr gut, aber am Anfang sagt niemand was an. Wir laufen irgendwie so hin und her und erfreuen uns unseres Lebens, aber niemand sagt so richtig eine Taktik an. Wir nudeln dann irgendwo was rum und dann sagen wir, okay, gut, Guck mal, der eine ist jetzt einfach auf A durchgerannt, der ist jetzt, okay, long gestorben. Long, I think. Half HP. Scheiße, da hat er mir aber jetzt mal direkt gegeben. Das hat er gerochen, dass ich da kam. Aber egal, er ist Half HP. Vielleicht kann der Mate ihn jetzt schön wegnudeln. Okay, der geht Richtung A. Aber sie sind noch zu zweit. Ach so, hab ich gar nicht gemerkt. Long frisst jetzt. Ich will den Assist noch haben. Komm schon. Komm schon. Ihr habt's gemerkt. Geh um. Ja, nice. Aber das war nicht der, den ich angeschossen habe, oder? Lass mal Half HP. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Ich glaube, die Runde holen sie echt noch. Ohne Witz. Nice. Guck mal, die haben jetzt schon einen Bot, ne? Die Jungs. Also noch nicht feststehend. Aber das sieht echt gut aus. Krass, mal wieder ein Lucky-Spiel. Wir haben es gerade letztens davon gehabt, wenn ich ein Thema habe, über das ich spreche, also worüber ich auch Kapazitäten brauche, also so vom Kopf her, dann hat man ab und an mal das Glück, dass das Spiel fast von alleine läuft. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch nicht der Schlechteste. Ich habe zwar noch keine MVPs, aber ich habe schon 6 Kills in der Texturrunde. Das ist saugut. Voll der gute Schnitt. Oh mein Gott. Oh, der hat mich erschreckt. Vielleicht haben die eine Pistol-Eco. Das könnte sein.
Oh, mit Autosnipe. Okay, zum Glück habe ich keine Pistol-Eco angesagt. Er hat einfach eine Autosnipe. Zwei mit Deagle, einer mit Autosnipe. Okay. Egal, Bombe liegt. Ja, ich habe dieses Knife geschenkt bekommen von Mervis und die Knife-Schenkenden dürfen oftmals praktisch festlegen, zu welchen Bedingungen das Knife rausgeht oder wo es rausgeht, warum und hin und her. Und die Ansage von Mervis war, dass ich es im Livestream raushauen soll, auf Twitch. Es ist leider nur auf Twitch möglich, weil ich eben diesen blöden Bot nicht auch auf YouTube nutzen kann. Diesen Bot, wo es die Bubble Dollar gibt. Oh shit. CD-Stepping. Behind. Nein. Nice, thanks. Oh, er hat mich doch gerettet, dieser süße Schnuckelputz. Puh. Smoke weed every day, um es mal erwähnt zu haben. Und er hat sich da Twitch ausgesucht. Das hätte eigentlich schon viel früher kommen können. Aber ich habe es dann einfach nicht gebacken bekommen, das Video dazu zu machen, zu den Randbedingungen. Auch unter anderem, wann es eben herausgegeben wird. Gerade bei einem Livestream ist es ja wichtig, das genaue Datum und die Uhrzeit zu wissen. Sonst ist man da vielleicht nicht da, wenn es rausgegeben wird. Zwei von uns haben gefressen, aber ordentlich. Einer ist auf A. Nice. What the fuck? Short, sorry. Schade! Also mir war bewusst, dass der sicherlich Graveyard geht und ich dachte, es wäre halt genau dieser Mensch und nicht noch ein zweiter. Mom called for dinner. Oh shit! Das ist echt bitter, wenn man einen Mitspieler verliert, gerade wenn man eh schon so ultra dominiert wird. Ich werde das Video jetzt ja auch nicht irgendwie Folge 100 oder so nennen, sondern... Oh, doch, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde es sogar machen. Short is down. Alter, es läuft aber auch gerade. Es ist gerade echt der perfekte Mischmasch aus meinem krassen Überskill und dann eben noch hier die Mates, die gut abgehen. In solchen Momenten denke ich mir halt, DMG. Kobe! Es war vielleicht leichtsinnig gerade eben, ich weiß. Ich dachte mir, ich sterbe wegen der Bombe. Ich kill ihn oder ich versuche ihn zu killen, aber ihr habt recht, ich hätte warten sollen, bis er auf keinen Fall mehr diffusen kann. Das war eigentlich ziemlich leichtsinnig, ja. Scheiße. Manchmal gehen halt die Pferde mit mir durch, ne? Da kann ich total gut reiten dann. Aber immerhin habe ich jetzt meinen ersten Stern ergattern können. Oh mein Gott, die Jungs gehen so up inside by. Und ist short. Ey, short. Und der Molly sitzt. 8 Uhr. Frankfurt Flughafen. Die Frisur sitzt. 9 Uhr. Frankfurt Flughafen, New York. Ein Vogel sitzt in der Frisur. Upper Mid ist noch einer. Die haben surrendered. Ich fass es nicht. Naja, egal. Zurück zum Knife-Giveaway. Es gibt es in circa 14 Tagen und zwar am 1.6. Das ist ein Donnerstag. An sich streame ich ja jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und es ist auch wichtig, dass ihr am besten, wenn ihr die Zeit dafür aufbringen könnt, jetzt immer da seid, um die Bubble-Dollar zu sammeln, um damit dabei sein zu können oder mit reinentern zu können in dieses Giveaway. Ich mach's einfach nochmal auf. Also, das Knife kostet 250 Bubble-Dollar. An sich ist es nicht viel. Es sind praktisch 250 Minuten, die ihr die Streams schauen. Man bekommt alle 5 Minuten 5 Bubble-Dollar gutgeschrieben. Also, man bekommt praktisch pro Minute einen Bubble-Dollar. Das ist meine Stream-Währung. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, spenden. Da bekommt man pro Euro 50 Bubble-Dollar. Also, wenn ihr mir 1 Euro spendet, dann bekommt ihr halt 50 Bubble-Dollar auf eurem Konto gutgeschrieben. Also, nochmal hier zusammengefasst. Am 1.6. ist der Livestream. Er fängt wie immer um 19.30 Uhr an. Der zweite feste Livestream ist immer dienstags um 19.30 Uhr. Die Streams gehen Minimum 2 Stunden. Also stellt euch darauf ein, dass das Giveaway an diesem Tag höchstwahrscheinlich bei der Hälfte oder sogar gegen Ende stattfindet, damit auch nochmal jeder die Möglichkeit hat, an diesem Tag Bubble Dollar zu sammeln, falls er bis dahin nicht genug zusammen hat, wenn er mal an einem Tag nicht kann oder sowas oder wie auch immer. Und natürlich, ich meine, das muss ich jetzt auch nicht irgendwie verschleiern, will ich, dass ihr den Stream halt komplett schaut. Deswegen mache ich die Giveaways nicht zu einem festen Zeitpunkt, sondern einfach irgendwann so, ah, jetzt ist das Giveaway. Damit es hoffentlich jeder, der einfach geht und sagt, ich hoffe mal, dass es am Schluss ist oder ich hoffe, dass es bei der Hälfte ist oder ich hoffe, dass es am Anfang ist, dass diese Menschen nicht da sind, wenn das Giveaway stattfindet. Weil diese verschissenen Geier die Skins nicht bekommen sollen. Denn diese Skins sind von der Community, von euch, an mich geschenkt oder weitergegeben, damit ich sie wiederum zurückgeben kann an alle Leute, die eben gerne ein Knife hätten oder eben auch andere Skins. Ich mache in jedem Livestream ein Skin-Giveaway. Immer. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es mindestens einen Skin bei mir in den Livestreams. Da ist es nicht immer was ultra krasses. Manchmal sind es auch nur Blue-Skins, aber einem geschenkten Gaul, ne, und so weiter und so fort. Diese große Aktion wird das andere Giveaway, das schon seit Jahrtausenden geplant ist mit der Vulkan und sowas, nicht verschieben. Es wird am Sonntag oder am Montag kommen, das andere Giveaway. Ich mach's eigentlich ungern, weil das sieht dann so aus, als würde ich nur Giveaways machen für diesen kurzen Zeitpunkt. Also wenn dann Leute zu mir kommen, also auf YouTube jetzt, und dann sehen sie Giveaway, Giveaway, die denken sich, ja, der macht nur Giveaways, wobei selbst die Giveaways bei mir der total verschissene Hammer sind, ne? Also so ist es nicht. Man will natürlich vermeiden, dass es so aussieht, als wenn man sich nur dadurch irgendwie seinen Zuschauer halten könnte. Jeder, der länger wie eine Woche dabei ist, weiß, dass es halt nicht so ist, aber ja, auch ganz frische Leute können da schnell einen falschen Eindruck gewinnen. Aber egal, das nächste kommt dann am Sonntag oder am Montag, außer es passiert irgendwas auch schlimm.
Schlimmes und ich werde angefahren oder überfahren oder doppelt überfahren. Gott, wie unangenehm. Alle, die die Videos bis zum Ende schauen, schreiben jetzt einfach hinter ihren Kommentaren Doppelpunkt. So können wir sehen, wer die Bastarde sind, weichen. Aber beleidigt die anderen nicht, gell? Ich kann es auch verstehen, wenn mal jemand nicht ganz bis zum Ende guckt, weil man halt, keine Ahnung, angeschossen wird oder sowas, aber nur in seltensten Fällen kann ich es auch wirklich tolerieren. Trotzdem beleidigt jetzt aber nicht die anderen, gell, wenn sie keinen Doppelpunkt gemacht haben oder sowas und verratet es nicht immer. Ihr verratet ständig, ihr Gauner. Soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.